Sie herzlich willkommen, oder seien Sie und ihr herzlich willkommen zu dieser etwas anderen Konfirmation am heutigen Morgen. Wir freuen uns, dass wir doch noch, nur etwas verspätet, eure Konfirmation hier in der Pfarrkirche St. Jakobus feiern können und dürfen. Dazu schon einmal vorab ein Vergelt's Gott für diese Gastfreundschaft. Das Abendmahl, was wir gleich feiern werden, ist nur für die Konfirmandinnen und Konfirmanden vorgesehen. Die Kollekte in diesem Gottesdienst ist für die Jugendarbeit in unserer eigenen Gemeinde bestimmt. Für ihre Gaben stehen am Ausgang zwei Körbchen bereit. Gott segne Geber und Gaben. Und jetzt bitten wir um Gottes Gegenwart in diesem Konfirmationsgottesdienst. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Gott hat uns nicht einen verzagten Geist gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Lasst uns beten. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Höhen und Tiefen hast du mir gegeben.
wachsen und werden, von Himmel und Erde, du Quelle des Lebens, dir singe ich mein Lied. Gott, wie gerne würde ich laut singen, fröhlich und frei, mit meinen Freunden feiern und jubeln, lachen und weinen, es laufen lassen, statt mich zu bremsen. Wann kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in mich hineinbrummen und mich nicht mehr hinter einer Maske verstecken muss? Wann kann ich ich sein? Wann können wir wir sein? Hilf mir, Gott, und höre mein Herz klopfen. Werden heute alle Wünsche wahr? Nach der Konfirmation? Und überhaupt im Leben? Jesus ist auf jeden Fall hier in der Kirche. Das Kreuz sieht zunächst mal nicht so aus, als ob da alle Wünsche wahr werden. Und ihr seid auch in der Kirche, heute endlich!
zur Konfirmation ein bisschen später als gedacht. Vielleicht seid ihr auch schon ein wenig älter als im Frühjahr, vielleicht sogar aus euren Konfirmationsklamotten schon ein Stückchen herausgewachsen. Wer weiß? Junger Mann, mein lieber Konfirmand, komm zu mir und folg mir auf meinen Weg, auf meinem Weg, der wunderbar. Junger Mann, mein lieber Konfirmand, komm zu mir und folge mir auf meinem Weg, dann bist du nie allein, wohin dich dein Weg auch führt. Oh Mann, das ist jetzt meine Entscheidung, Wünsche werden wahr. Verletzt bist, deine Möglichkeiten beraubt und der Tag deiner Beerdigung plötzlich gekommen ist, obwohl du gerade noch mitten im Leben gestanden hast, hab ich alles so erlebt. Loser. Und nicht nur ich, sondern viele Menschen, weil das ein Teil des Lebens ist, ein Teil unseres Menschenseins. Und dieser Teil kommt bei dir nicht vor, hat bei dir keinen Platz und wer dir gefolgt ist, dem das dann passiert ist, der ist doppelt einsam. Der denkt, das darf nicht so sein und fühlt sich verloren. Ach, du redest. Du klingst wie den alten Leuten in der Kirche. Immer so negativ, immer so traurig, aber bitteschön getröstet. Immer so versagehaft, aber trotzdem so schön angenommen, akzeptiert und geliebt. Wie du bist. Und dann kann ja auch alles so bleiben, wie es ist. Möchtest du das? Oder soll ich mal was ändern? Dann musst du das ganz intensiv wünschen und glauben, dass es geschieht. Intensiv beten und nicht zweifeln. Ja, das klingt gut. Das wäre auch mal was für Leute, die das Leben noch vor sich haben wollen. Für mich? Ach, Mensch, willst wohl wieder gewinnen, ne? Jawohl, ich will mehr Follower haben als du. Ich will mehr und ich will besser. Und ich würde es dir auch noch gönnen, wenn das so einfach ginge, wie du es versprichst. Mehr als nur einmal habe ich mir gewünscht, du hättest recht. Mehr als nur einmal wäre ich dir lieber gefolgt, als meinen Weg zu gehen, wie das Leben so geht und wie das Leben mit uns umgeht. Ha, was soll denn jetzt das? Glaubst du nicht, ich wäre für den Traum vom Glück nicht empfänglich? Glaubst du, ich würde das Leben nicht genießen, wenn ich mit meinen Freunden feiern kann? Glaubst du, ich war noch nie betrunken? Aber ich bin dann doch immer wieder aufgewacht mit einem Rumschädel. Und die Welt war immer noch so, wie sie immer war. Bittersüß, voller Lachen und voller Tränen. Nach allen Seiten offen, mit Möglichkeiten und mit Grenzen. Soll das jetzt ein Predigt sein? Ach, das wäre zu lang. So lange hörst du mir zu. Aber der Konfirmand, der hat noch was anderes vor. Also, entscheide dich. Entscheide dich jetzt. Welche Stelle musst du folgen? Na, wenn das so ist, dann will ich, dass Corona aufhört. Jetzt sofort. Und ich wünsche mir, dass Frieden auf der Welt ist. Überall.
Und dass alle Kinder auf der Welt in der Schule was lernen, ohne was dafür zu tun, ohne sich anzustrengen. Kannst du das mal eben für mich machen? Na, dann gibt's jetzt wohl nichts mehr zu entscheiden. Da habe ich wohl doch keine Wahl mehr. Halt! Hier gibt's nicht auf Copy and Paste. Ich habe gelitten unter Pontius Pilatus. Ich wurde gekreuzigt, gestorben und begraben. Ich bin hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ich bin meinen Weg gegangen, mit Gott gegangen, bis zum Schluss. Und war dort noch nicht am Ende. Du sollst nicht meinen Weg nachgehen, sondern deinen Weg gehen. Deinen Weg mit Gott, nicht zu mir 2000 Jahre zurück ins römische Jerusalem, sondern geh nach vorn, im Sinn mit mir verbunden, mit Liebe und Zuversicht und Vertrauen in das Leben und seine überraschenden Neuanfänge. Und wenn es nicht so läuft, wie du wolltest, dann sind wir auf deinem Weg Weggefährten. Und wenn dir mal ein kleines Wunder gelingt, dann auch. Und das heißt? Geh deinen Weg in die Welt, wie sie ist, mit ihrer Tagseite und ihrer Nachtseite. Geh deinen Weg mit Liebe. Pflück hier und da einen Apfel, wo er an deinem Weg hängt und reif ist. Iss ihn und pflanze dein Apfelbäumchen. Geh deinen Weg, so gut es geht und solange es geht. Geh deinen Weg mit Gott. Geh deinen Weg mit Gottes Segen. Und geh jetzt los. Und wohin? Fang einfach an. Den ganzen Weg in seinen Einzelheiten kannst du noch gar nicht kennen. Ja, geh. Und wenn du mich dann mal brauchst, ich bin in deiner Nähe, auch wenn du mich nicht siehst. Wir sind gefragt nach unserem Glauben. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Euch, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, bitte ich jetzt aufzustehen. Denn ihr seid heute hier in ganz besonderer Weise nach eurem Glauben gefragt. Nach dem Glauben, den wir gerade gemeinsam bekannt haben, den ihr in den beiden Jahren eures Unterrichts mit uns kennengelernt habt. In diesem Glauben bestätigt ihr, dass es gut ist, dass ihr getauft seid. Damals haben eure Patinnen und Paten Eltern das Ja für euch gesagt. Heute seid ihr um euer Ja gebeten. So frage ich, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, wollt ihr konfirmiert werden? So bekräftigt dies mit eurem Ja. Ja! 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 Ja!
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, lasst euch Gottes Segen und Begleitung zusprechen. Ahalu Delmann. Julia Degener. Tim Schneider. Philipp Schneider. Für dich ein Wort aus Psalm 108. Barmherzig und gnädig ist Gott.
geduldig und von lauter Güte. Julia, für dich ein Wort aus dem Buch Josua, aus dem ersten Kapitel. Ein Wort für den Aufbruch ins Leben. Sei getrost und unverzagt. Lass dich durch nichts erschrecken. Und verliere nie den Mut. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Lukakas, für dich ein Wort des Vertrauens aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Luisa Köpke, für dich ein Wort aus dem ersten Buch des Propheten Samuel, aus dem 16. Kapitel. Eine Zusage für den Blick Gottes auf dich und dein Leben. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Coralie Neff, für dich ein Wort aus Psalm 91, ein Wort des Gebets. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Philipp Schneider, für dich ein Wort des Apostels Paulus aus dem Römerbrief, aus dem 15. Kapitel. Wegweisung für unsere Weggemeinschaft. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Tim Schneider, für dich ein Wort der Verheißung aus dem Buch des Propheten Jesaja, aus dem 54. Kapitel. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von mir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Gott. Empfangt nun das Zeichen des Kreuzes als das Zeichen dafür, dass euer Gott euch auf eurem Lebensweg begleitet. So segne und behüte euch in seiner Güte und Gnade und Liebe, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Thank you.
Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, deine Zeit ist nah. Ich will bei dir das Passahlamm halten mit meinen Jüngern. Die Jünger traten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es, gab es den Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde noch nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch, meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Höhen. Das Abendmahl mitten auf dem Weg, mitten im Leben, so wie der Weg des Lebens geht, wie das Leben mit uns umgeht, wie wir gehen, so geht Jesus mit uns. Das Zeichen der Gemeinschaft, wohin der Weg auch geht, mit Gott weiter als wir sehen, mit Gott weiter als wir zu hoffen wagen. Der Weg Jesu geht ans Kreuz und ins Sterben und ins Grab. Hoffentlich liegt vor uns noch ein weiter Weg und ein guter Weg. Aber es wird auch ein Weg sein, zu dem diese Station dazugehört. Jesu Weg geht weiter, unser Weg geht weiter. Ein Weg in Gottes neue Welt, in neues Leben aus Gottes Hand. Ein Weg mit Gottes Liebe. Ein Weg, der nicht erst nach dem Grab beginnt. Ein Weg, der in Gottes Liebe schon längst begonnen hat. So in dieser Liebe sollen wir gemeinsam diesen Weg gehen, gemeinsam mit Gott. Liebe Konfirmierte, ihr sollt nun hier in diesem Gottesdienst das Abendmahl empfangen. Ich darf euch bitten, dass ihr hierher nach vorne kommt, so wie ihr gerade beim Segen gestanden habt. Unser Herr Jesus Christus spricht zu euch: Das ist mein Leib, das bin ich.
habe mich für dich ganz in dein Leben hineingegeben. Nimm auch den Kelch des Heils. Das ist mein Blut, das ist meine Hingabe, das ist meine Liebe, meine Hoffnung auf unseren himmlischen Vater, dich erfülle. Gott hat uns nicht einen verzagten Geist gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.
Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und um dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Gedanken zu euren Konfirmationssprüchen gemacht und
vieles über die Bibel und den Glauben gelernt. Dabei habt ihr euren ganz persönlichen Glauben gefunden. Glauben ist einfach. Einfach ist analog und nicht hochtechnisch. Für Gespräche mit Gott braucht ihr keine App, kein Forum und auch keine Moderation. Einfach mit ihm sprechen, wenn euch danach ist. Der Ort ist aber egal. Denn er wird immer für euch da sein. Euch zuhören, wenn ihr es wollt. Geht in die Gemeinden, die Türen stehen euch offen. Besucht mal den Gottesdienst oder gestaltet das Gemeindeleben aktiv mit. Man freut sich auf euch, ob hier bei uns oder in der weiten Welt. Eure Gemeinde ist für euch da. Pfarrer, Presbyter, Mitarbeiter und ja, auch eure Eltern. Wenn ich so darüber nachdenke, stelle ich mir die folgende Frage: Was bedeutet uns Eltern die Konfirmation unseres Kindes? Ich möchte in Ihrem Namen das Wort an euch Konfirmierte richten, um euch zu sagen, wie eure Eltern sich wohl heute fühlen. Wir fühlen großen Stolz, wenn wir dich heute hier in der Festkleidung sehen. Wir fühlen Freude mit dir über diesen schönen Festtag. Wir fühlen Dankbarkeit auch gegenüber Gott, dass du diesen Schritt der Konfirmation gegangen bist. Wir fühlen ein wenig Wehmut über die Zeit, die so schnell verflogen ist. Wir fühlen Zuversicht und Erwartung über die Zeit, die wir in Zukunft mit dir verbringen dürfen. Wir fühlen Glück und Liebe, deine Eltern sein zu dürfen. Zum Schluss wünsche ich euch und uns allen die Kraft, den Mut und die Beharrlichkeit, sich für das einzusetzen, das alle Menschen auf der ganzen Welt verbindet: den Glauben. Formuliert sind sie im Leitgedanken des Ökumenischen Rates aller Kirchen. Sie lauten: Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung. Lasst uns miteinander beten. Gott, wir waren miteinander vertraut. Nun trauen wir uns nicht, trauen uns nicht, uns dir anzuvertrauen. Alles ist so anders. Vieles ist uns neu. Der Kinderglaube, dass du alles richtest, er ist zerbrochen. Wir schauen rechts und schauen links, ehe wir über die Straße gehen. Wir achten auf Rot, achten auf Grün und müssen unsere Schritte lenken. Wir haben uns verändert. Die Pubertät ist anstrengend für uns und für die Menschen, die uns lieb sind. Corona ist anstrengend. Die immer neuen Regeln, die immer neuen Möglichkeiten, der immer neue Alltag. Worauf können wir uns verlassen, vertrauen und uns trauen? Schenke uns das Vertrauen, das wir zum Leben brauchen. Schenke uns das Vertrauen, das wir zum Loslassen brauchen und für den uns unbekannten Weg. Begleite uns in der Zukunft,
Gott unserer Angst und unserer Hoffnung. Und halte uns zusammen, auch wenn wir alleine gehen. Lass uns den Segen in unseren Zeiten immer wieder finden. Wir verbinden uns als Gemeinde hier in der Kirche mit der großen Gemeinde überall in der Welt, dem Gebet, das uns Jesus für unser Beten gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Konfirmation.
bedanke mich bei Andrea, Max für das Anspiel, für die Lesung und für das Grußwort. Ja, und wir sollen nicht ohne Gottes Segen aus diesem Gottesdienst gehen, nicht nur einzeln gesegnet, sondern auch als große Gemeinde. Dazu bitte ich Sie, nun aufzustehen. Volk Gottes, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Wir werden gleich wieder gute Musik hören, von der Musik auf den Weg gebracht und begleitet werden. Und wie das so ist, stürmen wir aus diesem Gottesdienst nicht hinaus, obwohl wir uns alle freuen, uns zu sehen und uns unterhalten zu können. Setzen wir die Masken auf, denken an die 1,5 Meter Abstand und werden hinten in der Kirche anfangen rauszugehen und uns langsam nach vorne durcharbeiten. Wir beginnen erstmal auf Ulas Seite mit denen, die jetzt nicht als spezielle Gäste von einem Konfirmanden, einer Konfirmandin hier waren. Ich gebe dann allen anderen gruppenweise Zeichen. Reinhard, bist du so freundlich, uns die Tür hinaus in Gottes Wille zu öffnen? Thank you.